Genau. Der Weg der Wahrheit, der nächste Teil. Und zwar habe ich durch diese schamanische Ausbildung, und ich bin sehr skeptischer Mensch auf der anderen Seite, auch trotz meiner leichten Begeisterungsfähigkeit, überprüfe ich es sehr schnell, ist das meine Wahrheit oder nicht? Und das geschah in der Vergangenheit eben halt intuitiv. Und da habe ich das Manifestieren erfahren dürfen. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der, ich kriege die Jahre jetzt nicht sogar, ist auch nicht wichtig, aber in der schamanischen Ausbildung und auch Akasha oder es geht ja immer um dieses Thema Meditieren und tralala, ich bin überhaupt gar nicht so der Meditationsmensch. Es gibt geführte Meditation oder aktive Meditation oder manchmal auch stille Meditation, die mir schon was bringen, aber ich bin niemand, der das kontinuierlich praktiziert und bin auch der Meinung, alles dann, wenn es dran ist. Und es war so, ich hab dann diese Ausbildung gehabt mit der schamanischen Geschichte und habe gesagt, boah, ja, das ist es, wie geil, das interessiert mich und wollte in diese und bin von da an in dieses Thema eingetaucht, in diese Anderswelten damals noch und habe halt aber immer auch die Frage gehabt, das, was wir da jetzt gemacht haben, ist das wirklich wahr? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man für einen anderen eine Seelenrückholung macht oder eine Dissoziation, wo man irgendwas, einen Seelenvertrag auflösen kann als Schamane. Ich war mir nicht sicher, sind das irgendwelche erfundenen Fantasiegebilde oder wie nah ist das an der Realität dran? Ja, so. Hab das natürlich hinterfragt und gutwillens, glaubwürdig mit aufgenommen und da reingetaucht. Aber man braucht seine eigenen Erfahrungen. Das ist essentiell. Und das Schöne ist dadurch, wenn man sich dann öffnet, so wie ich bin halt so ein Mensch, der sich da super gut öffnen kann, weil ich so neugierig bin, ja, weil ich es wissen will einfach. Und habe mich dem geöffnet und den Möglichkeiten und dann kommt es im Außen. Und das fing mit einer Kleinigkeit an, dass ich für einen Schamanenkollegen da ging es um eine Seelenrückholung und ich habe gedacht, boah, was kriege ich für einen Schwachsinn an Visionen rein, dass ich habe den mit seinem, der hatte so ein, das war im Sommer, mit so einem Longi, also so einem Wickeltuch oder so einer Hose, so einer Haremshose, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, das war so ein etwas kräftigerer, also nicht wirklich, aber muskulös, also das hat mich so ganz in das Bild, mein Gesellschaftsbild gepasst, wie er da so. Und ich habe den mit einem Bayernhut und der wohnte in Stuttgart, hat auch so gesprochen wie die Stuttgarter und ich habe den mit einem Bayernhut da rumhüpfen sehen vor mir. Und dann, als wir uns dann ausgetauscht haben, da war mir total peinlich. So, es tut mir echt leid, dass ich dir das so sagen muss, aber der Seelenanteil scheint ein mit einem Bayernhut. Der hat so ein Dings da, so ein Gamsbart da oben drauf. Und ich komme mir total blöd vor, aber ich sag dir das einfach. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich auch überhaupt nichts mit anfangen. Und das ist dann so, weißt du, wenn du dann so eine Ausbildung machst und in diesen Übungen bist und dann dich so gescheitert fühlst, das ist schon ein Kackgefühl. Ne? Also bei mir war das so, dass ich mich dann so total, weiß ich nicht. Also ihr kennt das sicherlich. Du kannst das bestimmt nachvollziehen. Und das Interessante war, wir haben uns dann Wochenende später gesehen und dann kam der und sagte, du Jenny, ohne Mist, mir ist was eingefallen, dass mein Opa hatte so einen Hut und mit meinem Opa, der ist gestorben, ging das auch nicht gut auseinander. Und dann kam das sofort so, okay, alles klar, hier kommt gerade die Durchsage oder ich kann dir nur sagen, wenn du Bock drauf hast, das ist natürlich immer desjenigen eigene Entscheidung, aber lebt die Oma, also er sagte das auch, die Oma lebt, ne? Und dann sage ich, ja, dann guck, dass du den da irgendwie findest und zieh ihn auf. Ja, und so funktioniert die schamanische Arbeit, dass er dann das gemacht hat, du musst das immer alles selber machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ihm dann den Hut in dieser Vision aufsetze, das gibt es vielleicht auch und dass dann der Betroffene das so verinnerlicht und als gegeben und wahr annimmt, dass es dann auch in Wahrheit Veränderungen mit sich bringt in seinem Leben und Programmierungen. Aber ich bin immer für die Eigenermächtigung und Selbstverantwortung, mach dein Ding selber. Du bist dafür verantwortlich oder ich, ne? Oder in dem Fall er. Und es hat auch gebraucht, das war der Prozess an sich für ihn war, dass er, um an die Wahrheit zu kommen, dass er
den Mut durch diese, das war mit viel Gefühlen verbunden, zu dieser Oma zu fahren und nach diesem Hut des verstorbenen Opas, da hing für ihn immens viel dran, ja. Was weiß ich, mit der Oma überhaupt so in Kontakt, dann den Opa anzusprechen, ja, nicht zu wissen, wie reagiert die Oma, was löst das bei der aus, was löst das wiederum bei ihm aus und will er überhaupt sich das eingestehen, der Oma gegenüber, sich selbst, sonst wem gegenüber, weil da wird vielleicht auch drüber geredet, eingestehen, dass er nach dem Hut des Opas und so weiter und so fort. Was ist, wenn er den nicht findet? Verschwendete Zeit. Unser Verstand ist da super kreativ. Ja, und das bringt alles Sachen mit nach oben. Das ist alles Chance des Daseinlassens, diese Energie, also die Gefühle, alles ist ja Schwingung, sprich Energie, Information und also so auch unsere Gefühle und Gedanken und die lösen was aus und so weiter, ne? Und dieser Prozess, der hat eine Weile gedauert. Ich muss jetzt echt überlegen, ich will euch die Zeit nicht rauben. Ich könnte jetzt nicht pauschal, da müsste ich drüber nachdenken, sagen, ob er es gemacht hat oder nicht. Aber was ich weiß, dass dieser Prozess, der dadurch in Gang gekommen ist, nur durch meine Aussage, mit der er nichts anfangen konnte und in der ich so in Zweifeln lag, oder meiner Vision dieses Hutes, das kam ja nicht von mir, das habe ich mir nicht ausgedacht, das war einfach da. Und dass ich den Mut hatte, das hatte er auch bei mir, ne, so, Jenny, um Gottes Willen, der wohnt in Stuttgart, der spricht Stuttgarter Slang. Jetzt kommst du da mit dem Bayernhut, du bist kreativ. So, ne? Und trotzdem hatte ich den Mut, das zu sagen, und das hat einen Prozess losgestoßen, der sicherlich ihm gut getan hat. Also ich weiß von seiner Aussage keine Details mehr, aber dass es auf jeden Fall was gebracht hat. Genau. Das zu der Geschichte. Und ich gehe weiter mit meiner Wahrheit im nächsten Video, mit meinem Schritt in die Wahrheit.